Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu South Park The Fractured Butthole, wo wir gleich in Clydes Haus rein marschieren werden. Erstmal durchwühlen wir seine Mülltonne und kommen nicht in seine Garage. Schade. Wer war denn Clyde? Clyde nicht Mosquito? Wage ich jetzt mal zu behaupten. Bin mir auch nicht ganz sicher. Fernbedienung? Schön. Anscheinend keiner zu Hause. Zumindest nicht hier unten. Oh, schön. Ein Verbrauchsgegenstand. Ach ja, ach ja. Wollen wir mal oben schauen? Ja, Mosquito. Hier können wir auch kacken gehen. Ah, guck mal hier, seine Rüstung. Interessantes Zimmer. Sexy Robot. Wir beklauen einfach alle unsere Freunde. Weil die mich eigentlich nicht mitspielen lassen wollten und ich nur zufällig vorbeigekommen bin und die wohl einfach mich dazugestellt haben. Mhm. Stoffballen ist immer gut, dann können wir wieder Rüstung craften, beziehungsweise Kostüme. Hier ist auch noch was. Und hier ist wahrscheinlich dann wieder Scheißhaus. Dann können wir erstmal schön kacken gehen. Jo. Zack. Hier ist nichts zu tun sonst. Boah, ich habe ein bisschen Nase verstopft. Ach, nur zwei. Das geht ja. Ja. So. Sollte ja eigentlich gar kein Problem darstellen. Na, hier ist die Going. Einmal abschütteln. Und fertig. Zack. Und schon haben wir eine, zwei Sternis hingelegt. Sehr gut. Das war dann Clydes Haus. Es fehlt immer noch ein bisschen Musik. Ne? Es ist immer sehr ruhig. Muss ich ja mal so sagen. Da habe ich die Mietze gehört. Ah ja, hier war immer noch gesperrt. Und wir wollten zu Jimmy, ne? Hier wohnt Craig. Hier waren wir aber schon. Und wir müssen noch irgendwie das Ding von da oben. Ach, jetzt sehe ich das erst. Hier, der glänzt ja. Zack. Und zack. Dann holen wir unseren Kumpel. Diabetes zur Rettung. Kein Captain Diabetes, mal wieder ein bisschen am Rad drehen hier, Alter. Mal völlig ausrasten, weil ich ihm ins Gesicht gefurzt habe. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. So, das Ding kann ich rein theoretisch zurückbeamen, aber jetzt können wir nämlich hier das Ding nämlich hier hinstellen. Und dann können wir das nämlich auch mal einmal in die Luft jagen. Zack. Und zack. Und schon kommen wir da ran. Flöte der Prophezeiung. Oh, macht eine 70. Und ein Brief aus Peru. Da müssen wir mal glatt gucken. Flöte der Prophezeiung ist zwar nicht ganz so mächtig, aber was macht es? Crit-Treffer 9 und 15 Bonusverbündete Heilung. Hm. Okay. Wir haben 22 Crit. Das macht immer noch 9. Das würde mir eigentlich sehr gut gefallen. Was macht der? Hatte 12 Gesundheitswiederherstellung. Da würde ich ja echt mal, also die Gesundheitswiederherstellung würde ich lassen. Und dann würde ich die hier austauschen. Ich sag mal 12 Crit oder halt 9% Crit. Dann machen wir nur minus 3%, haben aber dafür noch Bonus Verbündetengesundheit. Deswegen nehmen wir die mal. Haben wir zwar auch nur 2 weniger Macht, aber ganz ehrlich, darauf kommt es nicht an. Die Buffs sind ja auch wichtig. Das hier ist Henriettas Haus. War ich hier schon mal drin? Begeisterter Artefaktsammler. Ja, ich weiß übrigens, wir müssen irgendwie hinten in den Garten kommen, so wie das aussieht, weil da ist ja ein Loch drin. Hier. Weil hier kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Was wäre denn, wenn wir das Ding jetzt mal wieder zurückwerfen?
Und dann das Ding hier nochmal machen. Können wir die Flasche denn hier rausziehen? Ich will das mal probieren. Höchster etwa Diabetes? Ja, ja. Easy going. Ich weiß nicht, kann man Diabetes hören? So, er reißt nochmal das Ding eben schnell für uns um. Und dann nehmen wir nochmal die Flasche. Vielleicht können wir ja die Gebüsche da hinten wegsprengen oder so. Au. Ne, ich komme genau bis hier mit der Flasche. Aber nicht weiter. Okay, also die kriegen wir nicht aus der Garage raus. Aber wir müssen doch irgendwie nach da hinten kommen. Kommen wir hier hinten irgendwie raus? Ich mit dir schon... Wollen wir? Hatte ich mit dir schon ein Selfie gemacht? Wuhu! Anscheinend nicht. Mr. Biggle. Also dann, wir sehen uns in den sozialen Medien. Mhm. Ich mit dir? Klar, gern. Ich hoffe nur, Henrietta wird da nicht sauer auf mich. Anscheinend nicht. Mrs. Biggle? Okay. Danke, ich suche dich dann bei diesem Coolstagram, auf das ihr Kids so wild seid. Jo, tu das. Okay, hier kommen wir nicht in den Garten. Wir müssen doch irgendwie, müssen wir doch hinten, da ist ein Loch im Zaun. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen sollen, ehrlich gesagt. Und hier müssen wir die Kerzen irgendwie anzünden. Und wieder ein Fashion Victim. Ah! Ah, okay. Das gibt mir den Knaller, der sagt das doch, Junge. Zack. Also ich fucke mich jetzt gleich nicht selber ab. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier in der Mitte stehe, aber ich bleib hier einfach mal stehen. Ich wusste gar nicht, dass es mit den Knallern geht. Da ist ein, guck mal hier, Cthulhu. Und die hier. Oh, oh. Wow. Boah, nice. Scheiße, der Neue hat's geschafft. Wow, diese Truhe ist echt gothic. Mach sie auf. Klar. Arcana-Anzug und Goth-Pony. Ja. Das war antiklimaktisch. Scheiß Enttäuschung. Ja. Ein ganz bisschen Scheiß Enttäuschung. Du hast uns geholfen. Dann machen wir eben so ein Selfie. Ja. Na, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir können das... Hatte ich die Knaller schon, die Knallfrösche schon, als ich hier war? Ich weiß es nicht. Ich kann genauso gut auch ein Selfie mit dir schießen. Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Ja, das stimmt allerdings. Zack. Oh, guck mal hier, er freut sich aber. Das ist echt so peinlich. Nee, die fette Schnalle. Freut sich aber auch. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum grinsen die denn alle auf dem Selfie, ey? Sind doch hier. Wenn ein Spießer wie du ein Selfie braucht, um sich wohlzufühlen, dann machen wir halt eins, schätze ich. Ja, bitte. Ich brauche das für mein Ego. Guck mal, ich bringe Gruftis zum Lächeln, Alter. Was wollt ihr denn? Hoffentlich kommt meine zynische Seite raus. Was wollt ihr denn? So, haben wir das auch? Oh, gab es denn sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich versuche immer noch die Kamera ein bisschen zu drehen. Hier war das... Ah, genau, hier, das Bild. Nee, dann hatten wir nämlich die Dinger Sem-Kapitulation. Dann hatten wir die Knallfrösche nämlich nicht, als wir beim letzten Mal hier waren. Nice. 34 Yaoi ins Hauspark. Boah, wie viele gibt's denn davon? Kriege ich jetzt eine Belohnung? I need the money. War hier das Bad? Nee. Hier waren wir aber auch schon. Judge Julie. Aber hier können wir, glaube ich, nicht allzu viel machen. Hier war auf alle Fälle das scheiß Buch. Wenn wir den einschalten. Passiert da irgendwas? Schöner Desktop-PC. Sieht aus wie der bei uns auf Arbeit. Sogar noch mit Diskettenlaufwerk. Also die auf Arbeit haben bei uns keinen Diskettenlaufwerk, aber... Hier war der Scheiß aus, ne? Ja, gut, hier haben wir aber schon gekackt. Ja. Abgeschlossenerweise. Okay. Dann haben wir das. Jetzt taucht schon wieder meine Maus auf. Und jetzt ist sie wieder weg. Ihr seht das immer nicht. Weil die Maus. Oh, wenn das nicht der berühmte furzende Selbstjustizler ist. Weil die Maus sowieso ausgeblendet ist. Aber ihr seht ja, wir müssen jedes Haus immer nochmal durch. Ach, guck mal hier. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Was der jetzt macht. Alter. Ah, ein tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Jo, ciao. Ja, hier. Zack. Kommen wir rein. Und jetzt können wir nämlich hier hinten lang.
Da, und dann kommen wir endlich an das Ding heran. Sturmanzug und Sturmhandschuhe. Hat sich ja fast gelohnt, würde ich sagen. So, wir haben wieder was bekommen in unserer Truhe. Wir müssen die Truhe mal wieder ausplündern, glaube ich. Hier ist Jimmys Haus. Kommen wir aber nicht in die Lava rein. Dann gehen wir mal in Jimmys Haus, würde ich sagen. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Furz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was, was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer. Schnell. Schnell. Alter. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Oh, Superkräfte aufrüsten? Bitte? Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Hohe DNA, hohe Schmerzgrenze, Mutantenstärke und übermenschliche Treffgenauigkeit. Was mache ich damit? Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Wähle deinen DNS-Platz und drücke A, um dir die verfügbaren Stränge anzeigen zu lassen. Alright. Interessant. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Da deine meisten Kräfte auf dem Wert Gehirn basieren, solltest du übermenschliche Treffgenauigkeit ausrüsten, was dir die maximale Wertsteigerung einbringt. Hohe Schmerzgrenze. Diese rothaarigen DNS ist äußerst selten und verleiht legendäre Schmerzunempfindlichkeit, verbessert deine Fähigkeit, Treffer einzustecken und lässt dich so länger im Kampf überleben. Also das steigert unsere Gesundheit. Mutantenstärke. Verpasst dir eine Spritze mit Homo Superioris Stärke. Passt gut mit Kräften zusammen, die physischen Schaden anrichten. Hier geht's minus gehen. Also hier einfach nur Gesundheit. Also als Nahkämpfer. Hier auf die Fresse. Macht ein bisschen Muskeln plus. Das hier macht Gesundheit plus. Und hier haben wir übermenschliche Treffgenauigkeit. Macht nochmal 30 auf Hirn. Geht aber zugunsten meiner Gesundheit. Das finde ich ein bisschen doof. Verbessert die Hand-Auge-Koordination auf überirdisches Niveau und erhöht so den Schaden. Aufgrund des heftigen Gesundheitsabzugs sollte diese DNS-Veränderung nicht an vorderster Front eingesetzt werden. Naja, ich muss aber schon recht nah dran, ne? Ich habe zwar Hirn. Ich habe Hirn und Mumm. Weil ich das vorne da habe, ne? Mit dem Zurückschleudern. Aber wir haben nicht viel Auswahl. Wir haben nur. Auf Mumm haben wir hier gar nichts. Das hier wäre ungünstig. Toll. Die sagt auch, die meisten meiner Kräfte sind auf Gehirn basierend. Ja, toll. Eine dauerhafte. Und eine hier hyper mega super Kraft. Also das Einfrieren ist auf Hirn. Alles andere ist mehr so, naja. Und hier ändert sich. Ist gut mit Kräften zusammen, die physischen Schaden anrichten. Also hier habe ich gar nichts von. Und hier habe ich halt Hirn auf der plus 30. Ich hätte aber gerne was mit Mumm, ehrlich gesagt. Das geht zugunsten meiner Lebenskraft. Das ist ein bisschen. Das finde ich jetzt aber kacke, ehrlich gesagt. Weil so sehr auf Fern bin ich ja gar nicht. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße.
Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Alles klar. Vorher muss ich nochmal was gucken, kräftemäßig. Jetzt müsste ich eventuell doch nochmal umstellen. Weil wir haben jetzt Hirn auf Plus. Das heißt, den müssten wir rein theoretisch ersetzen durch den hier. Oder vielleicht durch den Sandfalle 91. Der hier macht 83 Plasmastrahl. Aber dann haben wir nichts mehr kombiniert, ne? 64 mit Rückwerfen. Den haben wir drinne und den das Heilungsding auch. Dann sind wir ein kompletter Elementarist allerdings, ne? Weil ich Heilung eher selten einsetze. Tatsächlich. Die Hydrohilfe ist zwar Kampfverstärker mit bei. Rein theoretisch könnten wir den rausnehmen. Und vielleicht auf Sandfalle gehen und auf Dreifachbrand mit Elementar. Dass wir sagen, wir gehen hier auf Sandfalle. Dann müssten wir aber wieder was ausrüsten, was mit Elementarschaden zu tun hat, ne? Ach, gar nicht so einfach, das alles gut zusammen zu kombinieren. Ich nehme mal Sandfalle. Und dann würde ich den hier eigentlich nehmen, den Dreifachbrand vielleicht. Anstatt der Heilung, weil wir haben ja sowieso Humankind haben wir ja eh immer dabei. Und wir nehmen gar nicht so viel Schaden eigentlich. Vor allem nicht, wenn wir auf Fernkampf gehen. Und dann haben wir halt jetzt hier den vollen Nutzen. Und beim Blaster haben wir den, 83. Der macht Feuerschaden. Feuerschaden und angewidert. Ja, oder den hier halt, ne? Gut, damit setzen die aus. Also den würde ich gerne mal drinnen behalten. Erstmal noch. Vom Elementaristen. Weil meistens machen wir damit sowieso so viel Schaden. Wobei das eigentlich Quatsch ist, ne? Rein theoretisch könnten wir auch die Gegenschlagsexplosion drinnen lassen. Machen wir mal. Dann haben wir gut ausgeglichen, haben wir von allem etwas mit dem höchsten möglichen Schaden und sind sehr auf Fernkampf ausgelegt hier. Also wir müssen nicht nah ran und halt anzünden mit Dreifachbrand und dann haben wir die Rückstoß haben wir weg und dafür müssen wir dann einmal das Artefakt ändern von war der hier auf. Ja, der war der Rückstoßdingens. Den haben wir drinne und dann brauchen wir was Elementares. Oder Statuseffekt halt, ne? Boah, für Statuseffekt, oh, wir haben so wenig Macht hier für Statuseffekt-Schaden. Das ist ein bisschen dämlich. Und weil wir rein theoretisch Rückstoß-Kombo könnten wir rein theoretisch drinnen lassen. Weil das sind ja Team-Boni, das heißt, die Boni kriegen die anderen auch. Lass mich mal eben schnell gucken. Kleid. Er hat keinen Rückstoß auf jeden Fall. Aber er hier und Kleid auch. Weil das müsste ja rein theoretisch, sollte es ja auch lang, oder? Weil es hat Moskito Rückstoß drinne. Bin mir gar nicht so sicher. Ich sehe das. Ich kann das leider nicht genau sehen, weil es hier nicht angezeigt wird, sondern nur bei meinen Kräften. Dann würde ich eher sagen, lassen wir Rückstoß mal drin, auch wenn ich gerne auf Elementar, auf Statuseffektschaden gehen würde. Kann ich aber leider nicht. Habe ich hier irgendwas mit Statuseffekt? So im 70er Bereich. Hier nicht. 60. Hier auch nicht. Nee, ich habe hier von den großen habe ich irgendwie gar nichts mit Statuseffekt. Hier habe ich noch plus 18 Verbündetenheilung. Nö, dann
Ja, da wir leider nichts haben, was irgendwie hier. Alles andere ist hier nur Rückschluss, die ganzen starken Dinger. Ansonsten fehlen uns leider die Rezepte für hier Aliensonde MK2. Dafür bräuchten wir irgendwie ein Rezept, dass wir das Ding mal aufwerten können. Da können wir leider nicht viel machen. Jo, dann lassen wir das so. Und haben mal ein bisschen nochmal rumgefingert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei South Park The Fractured But Whole. Ich bin der Mechaniker und ja, neue DNA und damit bin ich erstmal raus. Tschüss. Oh Mann, das klang sehr. Tschüss. So, ciao.